Ja, willkommen im zweiten Teil vom Dr. Dre Deconstructed. Wir teilen das so auf, dass wir uns einmal das gesamte Pattern angucken. Das besteht im Prinzip aus einem vertrackten Drumbeat und einem Sample. Dieses Sample werden wir dann zerlegen, dekonstruieren. Und im nächsten Teil gehen wir nochmal ganz explizit auf die Drums als Special ein, wie man diese Trap-Elemente mit Pitch-Effekten und so weiter detailliert programmieren kann. Jetzt geht es erstmal um den Grund-Groove. Ich lasse den mal hier solo laufen und ja, da hört man, dass das tatsächlich sehr vertrackt ist. Theoretisch einfach ein ganz normaler Hip-Hop-Beat. Klar, aber sehr normal. Sehr normal. Die Elemente sind zumindest normal. Ja. Kick, Snare. Wenn ich jetzt an den Sound denke, höre ich sofort ganz, ganz typische TR-808 Samples, nämlich ja, so ein bisschen die Hi-Hat, aber vor allem Kick und Snare, wenn auch total modifiziert. Also wir haben jetzt ja hier auch keine klassische 808 am Start. Die Idee ist, glaube ich, einfach, die 808 ist gar nicht aus dem Hip-Hop wegzudenken und nach wie vor das A und O, wenn man Hip-Hop-Beats machen will. Aber um das so in diese Moderne zu bekommen, muss man dann halt doch an dem Sound ein bisschen schrauben. Und sagen wir mal so, wir wollen den Charakter der 808 haben, aber ich glaube, das, was sie hier macht, geht dann auch über die Möglichkeiten der klassischen 808 hinaus. Genau, das. Zum Beispiel, dass eben hier die Kick getuned ist und so lange von der Release-Zeit gehalten ist, dass sie den kompletten Bass-Part auch mit übernimmt. Das heißt, wir haben gar keinen anderen Bass-Sound mehr hier mit drin im Pattern, sondern es macht allein die Kick. Ein typisches Element aus dem aktuellen Trap. Und ja, hier sehr schön vermischt mit einer Hip-Hop-Attitüde, die man ja so, genau, so dann nicht hat. Und so macht er da eine Grätsche in die Moderne, obwohl er ja an seinen Wurzeln trotzdem noch festhält. Auch mit den Fills und so, das erinnert ja sehr an die, genau, Zeit. Übrigens, dadurch, dass hier tatsächlich so häufig die 1 gemutet wird, man hat immer das Gefühl, es fängt irgendwie auftaktig an oder man kann irgendwie. Wo ist denn die 1 überhaupt? Genau, wo ist die 1? Und man findet den Startpunkt schlecht. Es ist im Viervierteltakt programmiert und gehalten. Und wenn man Klick mitlaufen lässt oder explizit mitzählt, dann kommt man da auch rein. Aber im Prinzip ist ganz häufig die 1 gemutet und die Snare sitzt auf der 3. Also es ist untypisch. Und dazu kommen eben diese ganzen Trap-Elemente, diese ganzen kleinen Breaks, die es halt noch vertrackter irgendwie erscheinen lassen. Ich finde, das ist so ein ganz, ganz typisches Dr. Dre-Ding, ja, dass man denkt, ja, da hat sich einer was bei gedacht. Das ist nicht, einfach nur ein Beat. Genau, es ist nicht einfach nur ein Beat, sondern da steckt immer irgend so ein kleiner Witz, eine kleine Idee, ja, dahinter. Wo er sich vielleicht im Stillen dann drüber kaputt lacht und sagt, ja, ha, guck hier, da habe ich den Leuten was untergejubelt, weil es ja trotzdem gleichzeitig eingängig ist und man dem Beat insgesamt ja gerade in Verbindung mit den Raps sehr gut folgen kann. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Oft hat man im Hip-Hop ja dann einen Beat, der läuft dann von vorne bis hinten durch, aber hier hört man dann irgendwie untypische Kickschläge und die machen erst Sinn, wenn darüber auch gerappt wird, weil bestimmte Akzente einfach mitgenommen werden und so baut er quasi sein ganzes Kunstwerk da fest verknüpft mit dem Text und mit dem Rap zusammen auf. Die Kick kommt jetzt bei uns auch gar nicht aus der 808, sondern es ist nur ein 808-artiger Sound hier aus dem Nicky Romero Kick Plugin. Wie das eben genau geht mit der Tonalität und so weiter, da schauen wir uns, wie gesagt, im Special an. Hier nur mal so viel dazu. Kick aus diesem Plugin. Der Bass hängt direkt mit drin. Das heißt, ich kann dann hier so spielen und höre diesen Sinus-Bass mit dazu. Beim Programming haben wir dann hier drauf geachtet, dass wir es direkt in Oktaven programmiert haben. Dadurch wird der Sound einfach noch dicker. So. Und der Ton ist auch hörbarer in der, genau, höheren Oktave. Wenn ich mir hier die Bearbeitung davon mal angucke, ist die Kick ja hier auch noch schön mit dem EQ bearbeitet. Das heißt, einerseits brauchen wir Tiefbass, auf der anderen Seite darf es nicht zu viel sein, weil sonst eben die Boxen anfangen zu wummern und es einfach viel zu dick klingt. Das heißt, man muss ja immer gucken, wo sind denn jetzt halt die fiesen Resonanzen, die es irgendwie dick klingen lassen und wo kann ich den Low-Cut ansetzen. Auf der anderen Seite haben wir hier auch den
Cubase Channel Strip verwendet. Einmal hier mit dem Tube Saturator und mit dem Envelope Shaper. Der Envelope Shaper betont noch so ein ganz bisschen die Transienten, um einfach noch mehr die Kick im Gesamtpattern noch mehr durchschlagen zu lassen. Sonst wird es auch zu sehr Bass, dann weiß man gar nicht, ist es jetzt ein Bass oder genau. Ein Kick, aber es muss ja trotzdem noch. Und das zweite ist halt hier diese Drive-Schaltung von dem Tube Saturator, die einfach dafür sorgt, dass so leichte harmonische Verzerrungen mit in dem Sound sind und man den auch auf kleinen Speakern, egal wo man das hört, die kriegt man noch alles mit. Ich kann ja auch mal hier diese ganze Kette ausstellen. So, und mir hier die Kick anhören. Ja, merkt man schon. Genau. Viel zu viel, viel Bass. So, und auch hier ohne den Tube Saturator stellen wir als erstes mal hier unsere Kette hier wieder mit ein. So, wird der Bass ausgedünnt, klingt einfach definierter. Und jetzt schalte ich den Channel Strip noch mit ein. Und jetzt hört man auf einmal den Ton der Kick richtig und kann auch nachvollziehen, welche Noten jetzt gespielt werden. Ich kann es ja hier auch mal extra verstärken. Da hört man halt, wie der halt noch richtig Ton mit rauskommt. Das haben wir uns auch zunutze gemacht dann im zweiten Teil der Strophe, wo der dann die Kick quasi noch verzerrter ist. Da haben wir dann nochmal Distortion draufgelegt und da ist es dann. Und hier ist es einfach das Cubase-interne Distortion-Plugin, was zusätzlich zu dem vorhandenen Channel Strip einfach noch mit drauf kommt. So, jetzt einfach noch böser. Gehen wir mal weiter hier zu der Snare. Beziehungsweise wir haben hier eine Spur, die nennt sich hier Drums Rest. Da haben wir quasi die klassische MPC-Spielweise gemacht mit der Battery. Genau, in Battery 808 Snares reingepackt. Und hier eben dann auch mit diesen Trap-Pitch-Effekten gespielt. Das schauen wir uns dann eben im nächsten Part genau an, wie man dann halt hier diesen ganzen Trap-Rolls und so weiter machen kann. Zum Sound eben 808, ja, soll es unbedingt sein. Aber auch hier kann man wieder layern mit anderen Sounds, den Sound noch weiter bearbeiten und irgendwie in so eine Richtung tweaken, dass es halt so punchy und modern ist, wie es sein soll und nicht einfach nur klassisch nach einem Ausgang aus der 808 klingt. Auch hier kommt dann wieder EQ zum Einsatz, ausdünnen vor allem und auch wieder der Channel Strip. Na, wo sind wir? So, auch hier wieder mit Envelope Shaper und Tube Saturator, um dem Ganzen einfach mehr Impact zu geben. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, die man auch einfach immer ausprobieren kann mit dem Tube Saturation und dem Envelope Shaper. Tut eigentlich jedem Sound irgendwie was Gutes und ja, oft lässt man es dann einfach. Zusammengefasst, Drumbeat, vertrackt programmieren, Mute setzen, vor allem eben auf der 1, um den Zuhörer zu verwirren und vor allem mit dem Sound spielen und den einfach so satt und dick wie möglich klingen zu lassen.